Wow, wir sind schon im fünften Level. Dabei habe ich das Spiel doch gerade erst gestartet. Willkommen zu Let's Play Fantasy Life, einem brandneuen Abenteuer für Nintendo 3DS. Beim Holzfällen dürfte man doch nicht allzu viel falsch machen können, oder? Wow, aber das Outfit ist nicht so toll. Hoffentlich muss ich das nicht anziehen. Möchtest du noch etwas essen? Essen? Ja, ich habe Hunger. Nein, hier Körper, Kopfform, Stimme, Name, Leben. Ich glaube, das bleibt erstmal so. Nur das Outfit würde ich halt schon gerne ein bisschen umfriemeln. Oh nein, ich will aber nicht so aussehen. Das sieht eher aus wie ein Mädchen, wie so eine Shopping Queen. Oder wie eine Pfadfinderin eher. Monika ist deiner Gruppe beigetreten. Schön, du folgst mir jetzt auf Schritt und Tritt, egal wo ich hingehe. Yeah, kann ich dich ansprechen oder sowas? Ich kann durch dich durchlaufen. Wir verschmelzen. Erkenne einfach die Fähigkeiten von Markus an. Ich würde sagen, es ist Zeit für eine Beförderung. Das ist nicht meine Aufgabe, dein Vater ist der Meister. Aber Papa ist... Hier. Heute gibt's Gehacktes. Läuft. Jetzt kann ich auch mal mit dir reden. Du brauchst ziemlich lang für deinen einen mickrigen Baum da. Echt mal. Hallo, was bist du? Eine Raupe? Raupi! Oh, kann's ja wohl nicht sein. Hey, du machst Graffiti? Graffiti. Scheußliches Graffiti an der schönen, sauberen Wand. Wenn ich der Person, die so etwas tut, in die Finger bekäme. Graffiti? Meine Meinung ist zwiegespalten. Es gibt nämlich wirklich Sachen, wo du wirklich mein ganzes Leben die komische, versaute Wand gesehen hast. Also einfach altersbedingte... alte Wand und die dann schön gemacht wurde, richtig geil gestrichen, richtig schön neu aussah und ein paar Tage später war das voll mit Graffiti und dann sieht das echt schon Mist aus, aber schönes professionelles Graffiti, ne, also nicht illegal irgendwo nachts dran schmieren, sondern kann man noch koordiniert machen, Nein, ich habe einen Burger gefuttert, verdammt, wollte schon gar nicht so machen, warte mal, das ist scharf braten. Ja, aber die will ja frisches Fleisch. Das ist ja gebraten und so. Okay, vielleicht gibt es ja noch mehr Leute, die jetzt was von uns wollen, weil wir echt cool sind und so. Ach, da will ich nicht lang, glaube ich. Didum-didi-dai, er haut mich zu Brei. Das ist mir nicht einerlei, du dummes Schwein. Angler ist wahrscheinlich auch wieder so ein Geblubber von wegen. Du brauchst Konzentration und Ausdauer. Schneider. Ich frage mich, wie das aussehen soll als Schneider. Also irgendwie langweilig. Wir werden ein Koch. Oh ja, damit ist unser drittes Leben jetzt. Direkt den Kochtopf auf dem Kopf, also läuft schon was verkehrt. Das ist aber nicht so ganz nach Hygienevorschriften. Miau, miauns, miau. Okay, es lang eher nach Volo. Nee, Spaß. Ach, der gibt auf, der hat keine Chance. Ein leckerer Fang Apfel. Guckt euch das Ding an. Das ist ja ein Mutant! Apfelfischgesicht. Hä? Ich kann nicht weg? Nein! Ich bin gefangen! Magisch! Oh Gott! Schön, dass daran gedacht wurde. Müssen wir uns erstmal darum kümmern. Das ist ja keine Hexenkunst hier, glaube ich. Ich bin wirklich bitterer an. Warum ist er jetzt so besonders? Ich dachte, das wäre ein Balken aus Bibern und nicht von Bibern benagt. Okay, das klang ein bisschen crazy.